als Kurator Stellvertreter dieser wundervollen Gemeinde in Gröbming freue ich mich ganz besonders, dass die Idee und die Umsetzung so funktioniert hat, das Lebensmittelverteilungsprojekt hier nach Gröbming zu bringen. Es freut mich ganz besonders, dass wir das schon seit über 4,5 Jahren hier in Gröbming machen, und zwar mit den großen Spendenfreudigkeiten der Supermärkte hier in Gröbming. Wir holen zweimal in der Woche diese Lebensmittelpakete von den Märkten ab, und es ist auch wichtig für mich, dass die Lebensmittel verwertet werden, und es wird kein einziges Lebensmittel zum Müll gebracht. Es wird alles verwendet, und damit herzlichen Dank an alle. Das ist unsere Koordinatorin unseres Lebensmittelverteilprojektes, Schwester Waltraud Wonka. Sie betreut diese Lebensmittelverteilung und sie plant den Terminkalender. Waltraud, was ist für dich wichtig bei unserem Lebensmittelverteilprojekt? Ja, wichtig ist eben, dass die Sachen wirklich nicht weggeworfen werden. Und wir machen es ganz, ganz einfach mit einer Kalenderübersicht. Jeder tragt sich schon fürs nächste Monat wieder ein von den Freiwilligen. Sigrid und Christina, ihr seid zwei von unseren 10 Mitarbeiterinnen. Was gefällt euch an unserem Lebensmittelverteilprojekt? Hauptsächlich die Tatsache, dass Lebensmittel nicht weggeschmissen werden. Und dass es auf der anderen Seite so viele Menschen gibt, die das dringend benötigen. Ja, mir eigentlich auch deswegen, weil es wird inzwischen schon so viel weggeschmissen von den Sachen, die was eigentlich nur gut sind und überhaupt nichts haben. Und deswegen fällt mir das eigentlich ganz gut, dass man das denen gibt, die was vielleicht manchmal ein bisschen im Monat an Unterstützung brauchen. Dankeschön. Gerne.